Moin, Servus und herzlich willkommen, lieber Wikinger. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute kümmern wir uns um einen Wolf. Mal gucken, ob wir Rotkäppchen auch finden. Viel Spaß dabei! Der Gemutwolf ist einer der 11 legendären Tiere, die wir jagen können. Wenn ihr wissen wollt, wofür wir das Ganze machen, wartet bis zum Ende, ich zeig euch, wo ihr sie finden könnt. Ihr findet den Wolf in Lake Kernachir. Dies ist ein Gebiet der Stärke 160, in den Ruinen der Römer, südlich von Grimsby. Dort ist ein Synchronisations... Dort wartet ein ganz besonderer Kampf auf uns, um eins der begehrten Trophäen zu erlangen. Nun möchte ich euch noch ein paar Tipps für den Kampf mit dem legendären Wolf auf den Weg geben. Der Wolf ist extrem schnell und weicht Angriffen mit schweren Waffen sehr, sehr leicht aus. Ich habe mich dazu entschieden, es mit Dolchen zu versuchen. Dies ist euch aber überlassen. Es würde aber auch sicher mit Speeren klappen, wenn ihr versucht, dabei auf Distanz zu bleiben. Das Besondere an diesem Kampf ist, Wölfe agieren immer im Rudel. Das bedeutet, er wird sich immer und immer wieder kleinere Wölfe zur Verstärkung holen. Und leider, wir haben kein Rotkäppchen gefunden. Ein Drittel von seinem Lebensbalken ist nun weg. Das bedeutet, der Wolf ruft nun seine Verstärkung. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon legendäre Tiere getötet? Dann lasst es mich doch gerne wissen und schreibt es unten in die Kommentare. Wie in jedem Bosskampf habt ihr die Möglichkeit, zwischendurch auch mal mit dem Trompeten euren Lebensbalken wieder aufzufüllen.
Nachdem wir nun zwei Drittel seines Lebensbalken weggeschnetzelt haben, wird der Wolf erneut Verstärkung rufen. Dieses Mal sind es nicht zwei Wölfe, die zur Verstärkung kommen, sondern die doppelte Anzahl, es sind vier. Wenn euch diese Guides gefallen, wisst ihr, worüber ich mich freuen würde, wenn ihr da unten auf Abonnieren klickt. Und am besten noch, wie ein richtiger Pupsi, klickt auf die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von uns verpasst. Wie am Anfang versprochen, zeige ich euch nun, was ihr mit den legendären Tieren machen könnt. Wenn ihr in eure Jagdhütte, in eure Siedlung geht, dort könnt ihr die Tiere abgeben. Und danach spaziert doch einfach mal in euer Langhaus. Dann könnt ihr schon sehen, wie viele Trophäen ihr gesammelt habt. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ihr habt die Glocke aktiviert, damit ihr genau wisst, wann wir wieder ein Video hochgeladen haben.